Christoph, in der russischen Armee soll es sogenannte Abschussprämien geben. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, da möchte ich mich jetzt auf eine Veröffentlichung beziehen von Juri Padalaka, einem äußerst einflussreichen Blogger hier in Russland. Und der hat tatsächlich bei sich auf Telegram einen Post veröffentlicht, in denen sogenannte Abschussprämien aufgelistet sind. Ja, das sind Prämien für die Soldaten, wenn es ihnen gelingt, zum Beispiel ein Flugzeug abzuschießen der Ukraine, also ein Kampfjet. Da gibt es so rund 5000 Euro, also 300.000 Rubel dafür. Und dann geht das Ganze so runter, je nach Relevanz des Kriegsgerätes, bis auf 800 Euro, 50.000 Rubel für einen gepanzerten Transporter, also für einen Mannschaftstransporter, einen gepanzerten. Ja, ich denke, diese Abschussprämien sind zu sehen im Zusammenhang mit der doch nicht immer guten Moral der russischen Truppen, so möchte ich das vorsichtig formulieren. Und eben um Motivation zu schaffen, sich ins Zeug zu legen, gibt es Abschussprämien. Und das sind doch beträchtliche Beträge, also 5000 Euro, das ist für russische Soldaten sehr, sehr viel Geld. Dankeschön, Chris.